Was sind eigentlich die Voraussetzungen für 5G? Lohnt es sich überhaupt, sich einen 5G-Vertrag zu holen? Das und mehr erfährst du jetzt hier in diesem Video und ich würde mal sagen, los geht's! Jetzt, wo 3G wirklich langsam komplett im Grabe liegt und LTE der absolute Standard ist, kommt das neue Wort 5G immer mehr in den Fokus. 5G erlaubt es uns wirklich in einer bahnbrechenden Geschwindigkeit Sachen herunterzuladen. Die große Frage ist aber, brauchen wir das überhaupt? Wenn man sich generell über den Nutzen von 5G informiert, kommen sehr, sehr viele Anwendungsbereiche, vor allen Dingen aus der Industrie. Man sagt, mit 5G kann man zum Beispiel besser in der Landwirtschaft mit diesen autonomen Geräten arbeiten, Fahrzeuge können besser miteinander interagieren und viele, viele andere Gründe. Wenig Anwendungsbereiche scheinen aber wirklich so im privaten Bereich angesiedelt zu sein. Generell kann man natürlich sagen, wer einen 5G-Vertrag hat, der wird bei größeren Downloads nicht besonders lange warten müssen. Der wird auch eine wesentlich geringere Latenz haben, wenn man online spielt. Aber viel ist dann doch irgendwie eher so theoretisch. Die meisten Anwendungsbereiche, wie zum Beispiel WhatsApp, Musikstreaming, Videostreaming und viele andere Sachen, benötigen im Grunde kein 5G. Nichtsdestotrotz wird es auf jeden Fall so sein, dass mehr und mehr Tarife 5G innehaben, ob man es möchte oder nicht. Früher war es so, dass entweder Tarife 3G hatten oder 4G. Jetzt ist es quasi die Frage 4G oder 5G. Und natürlich sind die meisten 5G-Tarife noch ziemlich teuer, aber wir können davon ausgehen, ein, zwei Jahren wird das immer mehr werden und irgendwann vielleicht sogar der Standard. Und deswegen kann man sich natürlich auch gut und gerne mal fragen, wie sieht es denn überhaupt jetzt aus? Ich meine, gegen eine schnelle Internetverbindung hat auf jeden Fall niemand was zu sagen. Also ich freue mich, wenn ich 5G habe und kein 4G, weil jetzt halt eben alles schneller geht. Wie teuer diese Verträge derzeit sind, darauf komme ich später. Jetzt aber die große Frage, wie weit ist das denn überhaupt verbreitet? Und hier ist es wirklich bei den drei großen Netzen Telekom, Vodafone und Telefonica sehr, sehr unterschiedlich. Wenn wir jetzt hier mal auf nperf sind, einer Seite, die uns zeigt, wie groß die einzelnen Netze in Deutschland ausgebaut sind, können wir feststellen, dass die Telekom wirklich in den größten Städten sehr, sehr weit vorne ist. Wenn wir das hier haben wir wirklich mal Telekom, Vodafone und O2. Sehen wir hier, die Telekom ist wirklich extrem weit vorne. Hier haben wir wirklich fast in allen großen Städten einen wunderbaren Ausbau. Vodafone ist so in der Mittelstufe und O2 ist eher weiter hinten. Hier finde ich aber persönlich sehr, sehr wichtig, weil wir gleich dazu kommen, welche Tarife es gibt und wie teuer die sind, hier wirklich nochmal ganz genau zu gucken, wenn du jetzt zum Beispiel selber interessiert bist, wirklich an einem 5G-Tarif, in welcher Stadt wohnst du und danach jeweils das 5G-Netz auszusuchen. Wenn man nämlich jetzt hier zum Beispiel auf Köln guckt, hat man hier zum Beispiel ein völlig anderes Bild als das, wenn wir uns die komplette Deutschlandkarte anschauen. Hier haben wir nämlich wirklich O2 ganz weit vorne mit dem 5G-Netz. Das heißt, als Kölner hat man hier wirklich ausgezeichnetes 5G-Netz mit O2, Vodafone fast gar nicht ausgebaut und an zweiter Stelle die Telekom. Das heißt wirklich in Deutschland, wo das 5G-Netz noch sehr, sehr löchrig ist, ganz einfach wirklich immer gucken, wo wohne ich und danach den Netzbetreiber aussuchen. Bevor wir nochmal zu den Verträgen kommen, nochmal eine Sache, die vielleicht nicht jedem ganz klar ist. Nicht jedes Smartphone ist 5G-fähig und nicht mal relativ neue Flagship-Smartphones von relativ sehr bekannten Marken sind 5G-fähig. Ich habe zum Beispiel ein iPhone 11 und das kann kein 5G. Erst ab iPhone 12 könnt ihr 5G nutzen. Das ist also auch schon mal ein wichtiger Punkt. Zum Beispiel gibt es ja auch bei den Samsung-Modellen auch mal diese Samsung-Modelle, wo nochmal 5G dabei steht. Das ist nicht umsonst so, sondern es ist tatsächlich so, dass wirklich viele, viele so ein, zwei Jahre alte Smartphones halt eben noch keinen 5G haben. Geht aber davon aus, dass selbst in Zukunft die Mittelklasse-Smartphones so ab 300 Euro auch 5G-fähig sind. Aber da auf jeden Fall immer individuell gucken, du willst 5G haben, schau erstmal, kann das dein Smartphone oder kann es das eben halt nicht. So, schauen wir jetzt mal in ein paar Tarife rein. Wie teuer ist das Ganze überhaupt? Und hier werdet ihr auf jeden Fall feststellen, dass O2
Telekom und Vodafone extrem unterschiedlich teuer sind, wirklich enorm unterschiedlich teuer. O2 fängt erstmal an mit einer Gratiskarte. Die Karte, die ist unlimitiert und einen Monat lang gültig. Die könnt ihr euch einfach gratis bestellen und damit könnt ihr auch im 5G-Netz surfen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel auf der verlinkten Netzausbaukarte seht, O2 hat bei mir ein 5G-Netz, könnt ihr auch erstmal diese Karte euch holen, besorgen, das Ganze mal ausprobieren und schauen, ob das überhaupt für euch interessant ist. Und hier sehen wir auch schon mal sehr, sehr deutlich, wie unterschiedlich die verschiedenen Netze sind. Klar, Telekom ist wirklich super, super krass weit vorne, was den 5G-Ausbau angeht. O2 ist im Vergleich da wirklich ein ganz, ganz kleiner Wicht. Kann man schon so sagen. Und deswegen hat man hier aber auch komplett andere Preise. Also Telekom zum Beispiel bietet hier verschiedene Tarife an mit 2 GB im Monat, was ich wirklich für absoluten Quatsch halte, wenn man 5G hat. Weil man natürlich auch mit diesen 2 GB überhaupt gar nicht die Möglichkeit hat, große Datenmengen runterzuladen. Ich finde, das widerspricht sich halt so ein bisschen, 2 GB und 5G. Und jetzt kommen nochmal die besten Tarife im 5G-Netz. Hier haben wir zum Beispiel 15 GB 5G mit Allnetflat für monatlich 20 Euro im Vodafone-Netz. Wie gesagt, immer schauen, ob das wirklich für euch relevant ist, ob da überhaupt ein Ausbau stattgefunden hat in eurer Region. Monatlich kündbar übrigens. Außerdem kriegt man auch 20 GB 5G mit Allnetflat für 11,11 Euro im O2-Netz. Auch durchaus interessant. Das ist der O2 Free M Young. Das heißt, ihr müsst hier unter 29 Jahre sein. Außerdem gibt es auch einen sehr schönen Tarif tatsächlich mit iPhone 13 im Telekom-Netz. Hier kriegt man nämlich 21 GB 5G für 39,95 Euro monatlich. Ist jetzt nicht super günstig, aber halt mit dem Apple iPhone 13 mit dabei. Außerdem mit Stream-On mit dabei, also durchaus gar nicht mal so schlecht. Meine Meinung zu 5G. Ich finde, derzeit ist es auf jeden Fall noch eine Spielerei, gerade für den Privatgebrauch. Natürlich ist es geil, eine sehr schnelle Internetverbindung zu haben, aber auch nur dann, wenn es nicht viel, viel mehr kostet. Das heißt, ich würde persönlich erstmal schauen, ist das ein Smartphone-Tarif mit ordentlich Datenvolumen? Ist da das Preis-Leistungs-Verhältnis gut? Und wenn das nicht gegeben ist und dabei nur ein bisschen 5G mit dabei ist, aber dafür der Tarif viel zu teuer ist, würde ich die Finger davon lassen. In den genannten Tarifen ist das Preis-Leistungs-Verhältnis durchaus okay. Gibt es aber einen anderen Tarif, der wesentlich günstiger ist, würde ich eher dazu schlagen. Aber letztendlich ist das natürlich jedem individuell überlassen. Und darum würde ich gerne mal wissen, wie sieht das bei euch aus? Braucht ihr 5G? Habt ihr irgendwie einen speziellen Anwendungsbereich für die Arbeit oder auch in der Freizeit, wo 5G wirklich, wirklich wichtig ist? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare rein. Ich bin generell sehr gespannt, ob das überhaupt ein Thema ist, das irgendeinen groß interessiert. Ist 5G mittlerweile ein Thema, das irgendwie so für Gesprächsstoff sorgt? Oder ist es wirklich vielleicht einfach nur ein Netz für die Industrie? Könnte ja wirklich auch so sein, dass man es eigentlich am Ende ja wirklich nur für selbstfahrende Autos und für Landwirtschaft braucht. Wer weiß? Schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Ansonsten haben wir hier eine tolle Playlist mit den besten Videos des Monats. Macht's gut, meine lieben Freunde. Checkt das gerne mal aus. Und bis bald. Tschaußen.